dort. Ich muss mal pissen mit dem Bagger. Das ist doch lächerlich. Mit dem Superball. Ach, ich schau. Ja, was für ein Vogel. Jetzt muss ich keine Hose mehr tragen. Freiheit. Ich gebe jetzt schön einen Keulen. Talk Power granted. Hallo und herzlich willkommen zur 129. Ausgabe des Beanstalk. Heute haben wir fast eine kleine Sonderausgabe, deswegen sind wir auch jetzt nach nur einer Woche schon wieder da. Und zwar werden wir heute ausschließlich Ultracore Ausgabe 4 besprechen. Und die Leute, die heute hier zusammengekommen sind, sind auch ein bisschen außergewöhnlich für unsere Aufnahme in letzter Zeit. Bei mir ist nämlich der Flo. Ja, ich bin außergewöhnlich, hallo. Und die außergewöhnliche Biene, hey. So wurde ich selten anmoderiert, das muss man dir schon lassen. Das siehst du mal. Auf jeden Fall. Aber lass das Flo doch, sonst müssen wir hinterher wieder Ego streicheln. Nein, wir können gerne, also ich würde sagen, wir sind alle außergewöhnlich. Die Kombination gab es auf jeden Fall schon sehr lange nicht mehr. Das stimmt. An uns lag es nicht. Sondern? Also eigentlich schon. Ja, es lag eigentlich nur an uns. Okay. Also ein bisschen, na gut, sehr, aber. Nein, ich wollte sagen, es lag nicht daran, dass wir uns nicht verstehen, sondern dass ich einfach nichts vom Sender gesehen habe. Also okay, nicht an euch, wollte ich eigentlich sagen. Ach, danke. Das ist immer so dieses typische, ja, das hört man immer. Das liegt nicht an dir, es liegt an mir. Aber ist ja bei mir mittlerweile auch so, dass ich es nur noch selten gucke und so. Ja. Ja. Dafür haben wir jetzt alle das Pen and Paper gesehen. Das stimmt. Steigen wir doch direkt mal ein. Wie war denn so euer Vorfreude-Level dieses Mal? Neutral. Neutral, okay. Also ich habe eigentlich immer Bock auf Ultracore. Also das ist so eins der Sachen, die, da freue ich mich dann drauf. Ich wusste, also ursprünglich war geplant, dass wir es wirklich dann auch live gucken und in einer Gruppe zusammen hier, lokal, dass man sich da irgendwo zusammensetzt und das zusammen guckt. Aber genau, leider, also es ist leider, es war dann nicht so, es ist jetzt nicht so tragisch gewesen, aber es kam halt was anderes dazwischen und wir mussten dann halt, also mussten dann halt zum Richtfest und so, deswegen ja. Okay, also du hast dann im Nachhinein als VOD gesehen. Genau, ich habe es dann als VOD nachgeholt und ja, aber natürlich so schnell wie möglich. Okay, Biene, du live dabei gewesen? Mensch, Flo, hättest du jetzt nicht noch einen Moment länger reden können? Ja, doch, also, es war ja so. Nee, Quatsch. Also, ich war live dabei, falls ja, okay. falls es irgendjemand. Ja, Stefan, warst du eigentlich live dabei? Falls es irgendjemand interessiert. Warst du live dabei? Ja, mit einer halben Stunde Verzögerung, aber das hat gut gepasst, um dann die Werbung zu überspringen. Das stimmt, das ist echt praktisch, wenn man zu spät kommt, in dem Fall, ja. Wenn es geht. Wir haben es einen Tag verzögert oder zwei, es lief ja Freitag, ne? Ja, genau. Genau, und wir haben es Sonntagabend geguckt. Mhm. Mein Freund hatte drauf bestanden, beziehungsweise es nicht gewünscht, dass wir das gucken. Ich habe es, glaube ich, auch verwechselt in meinem Kopf mit hier diesem anderen, diesem Grusel-Pen and Paper von Morton Manor. Steffen? Was? Ach so. Morton Manor ist doch kein Grusel-Pen and Paper. Das ist Carcosa. Ja, genau. Ja. Also das, ich bin leicht erschreckt. Ach so. Gruselbar, das ist nicht so meins, auch wenn es natürlich gut gemacht ist. Ja. Genau. Insofern Hype-Level neutral, aber war sehr schön. Okay. Ja, das klingt doch schon ganz gut. Also das heißt, wir hatten alle da Bock drauf. Auch Biene, wenn du jetzt nicht genau gewusst hast, was eigentlich kommt. In fairerweise haben die auch gesagt, das ist ungefähr ein Jahr her. Also da darf man auch mal Sachen vergessen. Ja, klar. Aber du hast die ersten drei Teile, hattest du schon gesehen, oder? Ich war mir so bis zur Hälfte des Recaps nicht so ganz sicher, wie viel ich gesehen hatte. Aber ich glaube, ich habe alles gesehen. Ich glaube, das zweite nicht so ganz aufmerksam. Das erste auf alle Fälle. Aber ich meine, ich habe alle gesehen, ja. Ja. Ich muss auch sagen, bei mir ist so in der Erinnerung, das ist mir auch beim Recap aufgefallen, das zweite und das dritte sehr miteinander verschmolzen. Deswegen, wir hatten auch in unserer letzten Folge ja gesagt, ja, es kommt erst die dritte Ausgabe, wo wir uns alle sicher waren, dass erst die dritte ist, aber es war jetzt schon die vierte. Und in meinem Kopf, aber interessanterweise ist bei mir das genau an. Also ich würde sagen, die erste und die zweite, die sind die miteinander verschmelzen, weil die waren kurz hintereinander
Und dann das dritte ein Jahr später und dann das vierte nochmal ein Jahr später, so gefühlt. Ja, das stimmt schon, aber beim ersten gab es halt diesen krassen Cliffhanger mit dieser Schildkröte. Ja, aber das war ja, genau, aber das war ja das, dass ich im Prinzip, also für mich war das so, ich wusste, dass das mit der Schildkröte erst die Hälfte war und ich hatte trotzdem quasi so im Kopf, und da hätte ich natürlich wissen müssen, dass es eigentlich vier Teile sind, aber ich hatte halt so im Kopf, dass es trotzdem, sag ich mal, dass wir Teil 1, 2 geteilt hatten, was totaler Blödsinn ist, aber es war in meinem Kopf halt so, ja. Und Teil 2 und Teil 3 dann halt jetzt kamen sozusagen. Ja, ich verstehe schon. Naja, auf jeden Fall war es der vierte Teil. Ja. Und da würde ich sagen, dass es ein Recap gab zu Beginn, hatten wir jetzt schon kurz erwähnt. Der war auch wie immer schön gemacht. Ich fand auch, also ich bin dann relativ gut wieder in die Story reingekommen. Also ich wusste dann schon noch, okay, so und so ist in etwa der Sachstand. Und dann ging es direkt los. Und im Übrigen endete ja auch der zweite Teil ganz episch mit dem, ja, also wo sie der Giraffe auf den Kopf scheißen. Ja. Also das habe ich ja auf alle Fälle gesehen. Ja, eben. Auch vor dem geistigen Auge. Ja. Ja. Also Hauke hat das auch wieder sehr gut visualisiert, sage ich jetzt mal. Mhm. Also nicht wirklich visualisiert, aber ach Mann, ihr wisst, was ich meine. Ja, ist so. Erzählt heißt das. Erzählt. So, ja, ich wollte sagen, ich wollte jetzt mehr so ein bisschen in Worte bringen, dass er es vor meinem inneren Auge, genau, erzeugt hat, dieses Bild. Ja. So er ist hat es mit seinen Worten ein Gemälde gemalt. Ja, genau. So ist er ja auch in diese Folge eingestiegen, dass er gesagt hat, ihr seid nochmal bei der Giraffe vorbeigekotet. Ja, genau. Da waren ein paar gute Wortspiele dabei. Das Kotlichtviertel wurde auch in meinem Umkreis explizit nochmal erwähnt. Oh, okay, das habe ich überhört, glaube ich. Was? Ja, das war ein sehr guter Nils Bohmhoff. Ja, ich wollte sagen, es war ein original Nils Bohmhoff. Okay. Ach, okay, ja. Jetzt weiß ich auch, in was für einem Zusammenhang das gefallen ist, wie er da auch für diesen Kotfesten und so gesprochen hat. Ja, ja. Das kam dann danach. Ah, okay. Naja. Gut, wollen wir es mal kurz inhaltlich zusammenfassen oder wollen wir allgemein noch über die Eindrücke reden? Was meint ihr? Beides, aber nacheinander. Okay, dann Biene, da warst du ja schon immer prädestiniert dafür. Versuch doch. Ist richtig, deswegen hast du mir das ja 2 Minuten vor der Aufnahme aufs Auge gedrückt. Nein. Ich leg los. Zeiten vorher. Ja, dann versuch mal loszulegen und das Ganze mal ein bisschen zusammenzufassen. Also was vorher passiert ist, kann ich nicht zusammenfassen. Sie waren auf alle Fälle kurz vor Nils. Ich habe die ganzen Charakternamen nicht drauf, deswegen muss ich so arbeiten. Ich hoffe, ihr kommt alle mit. Genau, Nils zu Hause, da sind sie ja angekommen und Nils gehört ja zu diesem Dino-Clan an. Also erstmal war am Anfang ganz viel auch an bestimmt sehr liebevoll gebastelten Community-Einsendungen. Oh ja, stimmt. Das war wirklich sehr schön. Ja. Da kann ich nicht so viel zu sagen, weil da war ich gerade noch in der Küche. Ich habe nur gehört, was gesagt wurde. Ich habe die leider nicht so viel gesehen. Aber ich bin mir sicher, sie waren ganz toll, weil ich weiß, dass die Community immer tolle Sachen macht. Ich bin mir sicher, du hast einige davon die ganze Zeit gesehen. Nämlich zum einen genau, das Schwert von Eddie. Weil das hat er ja die ganze Zeit in der Hand gehabt. Und natürlich der Koffer mit Kofferklaus. Ach so, war der neu? Ja. Ja. Das waren alles Einwendungen, genau. Ja. Und auch der Stab von Simon, wobei er den schon in der vorherigen Folge bekommen hat. Ja. Naja. Genau. Also es waren fancy Sachen dabei. Also sie sind da angekommen auf diesem, oder erstmal an diesem riesen Dino, der ja das Zuhause von Nils Volksstamm ist. Mhm. Ich glaube Megalospoli heißt die Stadt. Ja. Das ist durchaus korrekt wahrscheinlich. Aber mit den ganzen Namen bin ich nicht so ganz durchgestiegen. Das war auch so ein bisschen viel. Genau, sie sind da angekommen, sie sind hoch. Nils hat was von Kotfestivitäten erzählt und wo sein Haus ist. Hauke hat vorher noch gefragt, ob er Frau und Kinder hat, was er bejaht hat, nachdem er ausgecheckt hat, was für ihn jetzt Powergame-mäßig klüger wäre, ob er Frau und Kinder hat oder nicht. Und dann waren sie erstmal auf dem Markt und haben ein bisschen gefuttert, wenn ich mich recht entsinne.
Ja, das ich war. Ich würde auch sagen, übrigens, was meine Frau und Kinder angeht, also am Ende hat es ihm jetzt ja nicht wirklich was gebracht, hat sie ja nicht gesehen. Ne, es hat überhaupt keine Rolle gespielt. Und es scheint ihm auch völlig egal zu sein, dass seine Frau und Kinder. Also sagen wir mal so, mit den Kindern kann ich später gut Geld machen. Ja. Wenn der Vater nicht mal vorbeikommt, wenn er in der gleichen Stadt ist. Genau, und dann sind sie ja in dieses Badehaus relativ schnell. Ja, ja. Und da waren sie auch relativ lange Zeit. Erstmal haben sie lange drüber debattiert, ob sie jetzt ihre Waffen abgeben wollen. Dann hat Simon seine ganzen Fledermäuse schön eingecheckt. Ja, das war auch lustig. In meinem Kopf war das ein sehr schönes Bild. Ja. Und dann haben sie diese Ratten. Ja, die Rooks heißen die, glaube ich. Ja. Die Rooks, genau. Die hatten sogar noch einen Namen, den man sich gut merken könnte. Genau, die Rooks mitbekommen und haben versucht, was haben wir mit denen gemacht? Also irgendein Gag, der auch ganz schön hätte schief gehen können, ist da gefallen, das weiß ich noch. Ja, es ging auch um die Namen, weil die sich eben nicht die ganzen Tierwesen oder Hybrid- Tierwesen, wie auch immer man sie nennen will, die wollen eben nicht mit dem tierischen, also für Menschen tierischen Namen angesprochen werden. Und Nils hat es halt immer drauf angelegt, irgendwelche Ratten-Gags und Elefanten-Gags oder was auch immer, irgendwelche Tier-Gags eben zu machen. Ja. Nee, aber bei denen war ja, glaube ich, das Ding ja, dass sie wissen wollten, wie sie jetzt da zu Kublasch kommen, also ob die Kublasch gesehen haben. Mhm. Also genau, die wollten zu Kublasch, genau. Mhm. Ja. Und das haben sie ja dann letztendlich geschafft, über Mittelsweg Elefantentötung bzw. Scheintötung. Ja. Die ja auch in die. Und der Community bestimmte Name für diese Art war wie folgt. Wer weiß, was ich weiß. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber ich glaube, es war irgendwie wie Tröfant oder sowas, aber. Ja, irgendwie so. Aber da wollte ich noch kurz erwähnen, weil das auch nochmal passt dazu. Diese Flüssigkeit, die der Elefant letztendlich getrunken hat, das war auch eine Community-Einsendung. Ja? Ja. Cool. Da hatte Hauke dann gesagt, dass Simon die haben darf und dass die einen Effekt hat, den er benutzen kann. Hm. Hat er dann ja letztendlich nicht gemacht, weil der Elefant das Ding weggesuppelt hat, sozusagen. Da gab's auch Off-Game einen schönen Gag. Weil Hauke hat ja dran gerochen und gesagt, oh, das ist ja wirklich Alkohol. Daraufhin hat es Eddie schnellstens von Hauke weggestellt. Das habe ich gar nicht richtig mitbekommen. Na, was? Alkohol? Hauke, gib her. Der trinkt ja nicht mehr, aber ja. Trinkt Hauke gar nicht mehr? Also wurde mir letzte Woche so gesagt, ja. Okay, keine Ahnung. Also ich glaube, Niklas hat das gesagt, aber ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ja, ich behaupte das jetzt so, einfach. Niklas hat das behauptet. Ich das schon mal gehört. Das war wahrscheinlich letzte Woche, als wir uns unterhalten haben, ja. Niklas hat das behauptet. Wenn das nicht stimmt, dann ist das seine Schuld. So. Dann ihn bitte verklagen. Wir geben die Daten gerne weiter. Ansonsten Beschwerden bitte an mental@bonjour.de. Wie immer. Ja. Hate Mail auch. Ja. Liebesbriefe am Flo auch. Nun. Und okay. An Mental. Auf jeden Fall, genau. Das genau, die anderen beiden hatten sich vorher noch mal kurz zugekifft. Ja, also das war auch kurz gut. Oder zwei Jahre, je nachdem, wen man fragt. Und dann haben sie ja den Zugang zu diesem Hinterraum bekommen, beziehungsweise haben erfahren, dass es den gibt. Haben da den Quellfürsten gefunden und den Vater von Nils, der eigentlich der Vater von Ede hätte sein können. Ja, laut Umfrage. Laut Umfrage. Ja. Hm. Ja, aber das hat Hauke ein bisschen verpennt. Huch, genau. Entschuldigung. Wobei es jetzt so storymäßig, hatten wir eben schon im Vorgespräch kurz angerissen, meiner Meinung nach sinniger war, dort den Vater von Nils Charakter zu finden. Weil es eben 50-50. Kommen wir aber gleich nochmal drauf. Ja, genau. Ja. Genau. Und der Quellfürst hat dann auf alle Fälle preisgegeben, dass eine Verschwörung gegen ihn am Laufen sei, ausgelöst von. Ja.
Ja, ach so, von der Königin, glaube ich, ne? Irgendwie ja, Königin von Ambros, wie hieß die? Ja, egal. Irgendwas von Ambros. Mhm. Julia, also ich glaube Julia von Ambros. Genau. Also ja, wir können die Namen ungefähr so gut wie alle Beteiligten außer Hauke, insofern finde ich es okay. Also auf jeden Fall die Herrscherin von Eddie, der er eigentlich die Treue geschworen hat und so weiter, was ihn dann in diverse Gewissenskonflikte stürzt. Ja, ist auch so ein Punkt, da kommen wir gleich nochmal dazu. Genau, und letzten Endes entschließen sie sich dann aufzubrechen und dann das Ende. Oder ja, fehlt mir noch was? Also es kommt noch, also genau, sie sind, also ich möchte es gerne ergänzen, wenn ich darf. Also es ist so, dass sie, also überhaupt erstmal durch diese Begegnung mit dem Quellfürst haben sie dann die Aufgabe, also weil sie ihm halt, weil sie seine Version sozusagen überprüfen wollen, müssen sie jetzt nach Ambros. Und da sind sie dann noch mit dem Quetzer Quadlos oder wie er den genannt hat, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Auf jeden Fall mit dem Flugsaurier von Nils Charakter Trias sind sie dann noch bis zum Gebirge, glaube ich, geflogen, wo dann mehr oder weniger die Grenze verläuft. Und dann sind sie durch diese Tunnel von diesem Maulwurf Jumanji. Genau, die Minen Moliens. Genau, die Minen Moliens, genau, da sind sie dann durchgelaufen und haben es am Ende sogar noch geschafft, da wieder rauszukommen. Genau. Haben den Wurm noch besiegt und sind dann da noch wieder raus und sind dann quasi in Ambros gelandet und da war Schluss. Ja. Genau, weil sie wollten eigentlich nach Ambros fliegen, aber ging nicht, weil der Flugsaurier nicht über die Gebirgskette drüber konnte. Doofe Alphaband. Deswegen mussten sie eben diesen Weg über die Minen wählen. Wo sie aber erstaunlich gut durchgekommen sind, trotz einem starken Gegner. Ja, die hatten eine gute Idee einfach. Ja, vorher haben sie schon, als sie dieses Zwergenvolk oder diesen einen Zwerg aus dem Volk da entdeckt haben, haben sie sich mit ihm gut verhalten und dann den Kampf auch, wie du schon sagst, sehr clever gelöst. Das war kein Zwerg, sondern so ein Molien. Ja, also ein Maulwurfwesen. Ja. Wie auch immer. In Stefans Kopf war das ein Zwerg. Ja. Ja, aber die Dampfzwerge sind noch woanders. Stimmt. Es, also... Gleich mal eine kleine Kritik, es gibt eindeutig zu viele Völkerrassen. Findest du? Okay. Es ist sehr unübersichtlich. Wenn man das nachher international vermerken will und das nächste D&D-, was weiß ich, werden will, dann muss man halt ein bisschen Lore aufbauen. Das ist richtig, ich finde das eigentlich ganz cool, dass es da so viele verschiedene Völker gibt. Ja, ist es ja auch, aber es ist schwierig zu merken, sich alles und zum nachzuerzählen. Ja, ich finde, wir haben das super gemacht. Da wird bestimmt auch niemand irgendwo in den Kommentaren irgendwas anderes behaupten. Ach, Quatsch. Ja, Glaube ich nicht. Nee. So, hat ist noch jemand inhaltliche Ergänzungen, bevor wir auf die Bewertung gehen? Nö, ich glaube, so sind wir erstmal. Ja, also, ich bin der Meinung, wir sind so komplett. Ich glaube auch, also die Story haben wir jetzt mal... Also ich würde nur, schon, was ich ergänzen kann, weil das habe ich ja vorhin schon für Stefan gemacht, vor der Aufnahme, die Namen der Hauptfiguren, die habe ich nämlich noch einigermaßen drauf. Also wir haben Trias Trodon, das ist Nils, sein Vater übrigens Bias, wenn ich das richtig verstanden habe, Bias Trodon, was totaler Blödsinn ist, aber passt ja in die Welt. Dann haben wir Tandra Lagoon, das ist Eddies Charakter und den von Simon finde ich tatsächlich immer am schwierigsten, aber ich glaube, er heißt Venenarius Abilitatis. Irgendwas in diese Richtung auf jeden Fall, ja. Also Simon braucht immer solche Namen, so wie, weiß ich, Graf Mon von Bohlen. Scheiß drauf, müssen wir jetzt nicht, ist ein anderes Pen and Paper. Beim nächsten Morden Manor hauen wir den Namen nochmal raus. Ja. Okay, Flo, ich mach dich höchstpersönlich verantwortlich für diesen Namen. Ich war der Einzige bei dem damaligen, war das ein Nerdquiz? Nee, was war denn das? Community Nerdquiz oder sowas? Das kann sein, da, ja, doch, müsste es gewesen sein. Da war ich der Einzige in meiner Runde, der den Namen vollständig hinbekommen hat, fehlerfrei. Okay, ich nehme alles zurück, hast du super gemacht. Ja, ich habe gerade gegoogelt. Also, ja, Graf Thaddäus Montgomery Krupp von Bohlen und Halbach zu Falkenberg, richtig? Richtig, sehr gut. Okay, gut, aber jetzt haben wir doch wieder einen Abstecher gemacht zum Motion Matter. Ja, gut. Kommen wir mal nochmal dazu, zurück. Wie es uns denn gefallen hat. Ja, ich hatte Spaß. Gut. Biene. Stefan, Abspann. Das ist alles gesagt. Ich hatte Spaß. So, dann zack, Outro. Ja. Nein, ich fand es auch super. Ich fand vor allen Dingen, Hauke hat es ja auch gesagt, wenn du dir
die drei anschaust und das vergleichst mit meiner heißen und innigen Liebe Tears. Mhm. Aus deutlich anderen Gründen heiße und innige Liebe. Mhm. Was die für Fortschritte gemacht haben. Nicht nur, dass sie wissen, was sie würfeln müssen. Hat ja auch lang genug gedauert. Ja. Aber dass sie auch mittlerweile also so in den Charakteren drin sind, wie eben zum Beispiel, was ja auch der gute Hauke hervorgehoben hat, die Szene mit dem Quellfürst und mit Eddie. Ja. Also so on point sind sie selten unterwegs, auch nicht, wenn sie Computerspiele spielen. Ja, das stimmt. Ich möchte kurz noch ein bisschen Credit an Hauke geben, weil natürlich jetzt das, ich sag mal, im Vergleich zu Tears ist das mit dem, was sie würfeln müssen, ja auch noch mal ein bisschen einfacher geworden, was ja ein bisschen sein Verdienst auch ist. Mhm. Ja, das stimmt. Allgemein muss man, glaube ich, noch erwähnen, dass auch viel an Werbung und Grafikdesign von dem Spiel, was Hauke angekündigt hat, eingeflossen ist. Mhm. Ja. Und das war ganz spannend. Auf der anderen Seite habe ich, also meine erste Reaktion war, ich habe Folgendes gesagt, das wievielte Pen und Paper Spiel ist das jetzt, das angekündigt wurde? Sind davon irgendwelche schon mal erschienen? Ja gut, aber diesmal ist es ja wirklich ein externer Entwickler, beziehungsweise eine Firma, die Hauke extra dafür gegründet hat. Also da sind ja wirklich Leute dran, da fließt ja auch Geld. Ja. Was ist mit dem extern entwickelten Molten Manor Spiel? Das ist, soweit ich weiß, auch noch in der Entwicklung. Ja. Keine Ahnung, also das Ultra-Core-Ding, das scheint aber schon auf einem guten Weg zu sein, also relativ weit zu sein. Hm. Ich weiß gar nicht, was sie geplant hatten. Also ich will jetzt gar keinem absprechen, ich war nur so ein bisschen, hatte so ein bisschen Flashbacks, wenn man es so nennen will. Hm. Ja. Und hab gedacht, mal warten, ob da was kommt. Ne? Sie hatten immerhin einiges auf Halde und Hauke sprach auch irgendwie von 30 Leuten, die da dran arbeiten. Wie auch immer, die sich da erstmal finanzieren. Weil 30 Leute für so eine Zeit zu bezahlen ja jetzt auch nicht gerade billig ist. Hm. Sofern die alle bezahlt werden, gehe ich mal davon aus. Ist ganz spannend. Ja. Es ist so, ja, ist natürlich super. Mir ist es dann gegen Ende so ein bisschen viel geworden, was ich auch aus dem privaten Umfeld gehört habe. Ich habe eine liebe Kollegin, die auch ganz gerne Rocket Beans Pen & Paper schaut, die auch selber meistert und alles Mögliche. Und die sagte, das mit den vielen Bildern und Grafiken, das nimmt so ein bisschen die Fantasie im Kopf weg. Das weiß ich jetzt gar nicht, aber ist durchaus ein valider Punkt, denke ich. Ja, kann ich also verstehe ich den Punkt. Selbst bin ich eigentlich ganz froh drum, weil ich, keine Ahnung, vielleicht bin ich nicht kreativ genug in so einem Moment, wenn ich das gucke. Ja, ich glaube, in dem Fall ist es so, ist schon ganz sinnvoll, weil es eben, es ist halt kein Pen and Paper, was man mit irgendwelchen Freunden am Tisch spielt. Es ist eben Entertainment für, keine Ahnung, wie viel tausend Zuschauer. Wobei ich persönlich sagen muss, da würde ich ihr insofern recht geben, als dass ich Haukes liebevolle Kleinteilbeschreibungen von Szenen und von Figuren deutlich mehr in meinem Herz geschlossen habe als eine Grafik, egal wie gut die ist. Okay, ja, nee, da gebe ich dir auch recht. Also wenn er sagt, okay, es sieht so aus und dann kommt ein Bild, das ist nicht so schön, wie wenn er dann beschreibt. Ja, das stimmt. Das sehe ich auch ein, ja. Das würde ich auch so sehen. Da fällt halt dann so ein bisschen dieser Märchen-Onkel-Faktor, mit dem du mich ja immer kriegst, so ein bisschen weg. Mhm. Wobei er immer noch genug beschreibt, gerade die verschiedenen Charaktere, die sie treffen und so. Genau, und da war ich dann mehr drin, als in den Momenten, wo eben eine Grafik gezeigt wurde und dann halt nicht so viel beschrieben, sondern gesagt wurde, oh, da haben wir eine Grafik da, dann sucht die Grafik und dann wird die Grafik gezeigt. Sind einfach unterschiedliche Herangehensweisen. Ja. Stefan, wie fandst du es denn? Ja, ich fand es auch am Ende wieder doch überraschend gut. Ich hatte es ja im Vorfeld schon gesagt, so Ultra Core ist nicht so mein Lieblings-Pen and Paper. Ich finde allgemein, was ich eben auch schon kurz habe anklingen lassen, die Welt doch zu überladen. Also ich finde, da gibt es zu viele Länder, zu viele diese ganzen Tier, Hybridwesen und so weiter. Ja. Und
mir ist es alles ein bisschen zu viel von allem und auch irgendwie zu viel Fantasy. Aber insgesamt, also diese Folge hat mir wirklich sehr gut gefallen. Aber auch wahrscheinlich, weil die unsere drei Spieler diesmal sehr direkt an die Sache rangegangen sind. Also sie haben sich nirgendwo unnötig aufgehalten. Und wenn, sind da sehr witzige Szenen dabei rausgekommen. Also wie eben diese Pfeifenszene mit Eddie und Simon im Badehaus. Ja. Und alles, was damit zu tun hatte, bis sie dann wieder klar geworden sind. Und ansonsten haben sie so ihr Ziel verfolgt. Sie wollten Kublasch finden, haben das dann auf dem Marktplatz umgehört, sind ins Badehaus gekommen. Dort sind, gut, da gab es dann diesen Schwenker von den beiden, aber Nils ist da trotzdem weiter dem Plot nachgegangen, hat dann auch die Hinweise gefunden und so weiter. Dann sind sie auf Kublasch getroffen, er hat sie zum nächsten Ziel geschickt und da sind sie dann auch direkt dahin gesteuert. Also das fand ich sehr gut. Ja, und wie ihr auch schon gesagt habt, also das Charakterplay war, fand ich insbesondere von Eddie und Simon sehr gut. Nils ist da fast ein bisschen rausgefallen diesmal. Er spielt halt immer sehr ähnliche Charaktere. So dieses ja, Nils spielt Nils, aber ja, eben. Auch da sieht man Entwicklung. Er hat schon mal deutlich mehr Nils gespielt als jetzt. Klar, das schon, aber er versucht halt immer irgendwie irgendwelche Lücken im System zu finden und so und naja. Ja, naja, das machen sie alle, aber das ist auch ein Stück weit, glaube ich, Teil des Ganzen. Also ich weiß nicht, ob du, ich war noch nicht bei so vielen Runden dabei, aber so ein bisschen ist das ja, glaube ich, immer dabei. Ja, es passt ja auch, ich meine, diese ganzen Meta-Gags, die 30 dann auch gegenseitig um die Ohren hauen, die gehören ja auch dazu und haben jetzt auch nicht unbedingt immer was mit der Story zu tun. Ja, das stimmt. Also, ich muss sagen, ich war auch, fand's sehr gut und freue mich schon, wenn es da den nächsten Teil gibt und bin auch inhaltlich gespannt, wie es weitergeht, weil diese ganze Verschwörungsgeschichte zum Beispiel, die gefällt mir besser, wie eben so diese ganze Umgebung oder dieses ganze Worldbuilding. Ist auch ganz spannend, dass du es gerade nochmal gesagt hast, von wegen Fantasy. Ich bin ja dieses klassische High-Fantasy-Setting, also wenn ich das sage, dann meine ich so Mittelalter mit Drachen, Feen, Elfen, Orks. Ja, eigentlich Herr der Ringe. Oder DSA oder sowas in diese Richtung. Weiß ich nicht, habe ich nicht gesehen. Das gibt mir irgendwie nichts, aber die Welt, die ist durch diese ganzen auch Tier, menschenähnlichen Tiergestalten und so und dieses Ganze so ein bisschen comichafte, ne, wie im ersten Teil die Giraffe, die da, ne, die ihren Kopf durch die Bar hoch, runterfahren kann. Das hat für mich eine andere Qualität. Ist eher so Richtung diese Märchenecke. Wir haben neulich auch so ein Adventure-Game gespielt, das war auch mehr so diese Märchenecke mit so ganz vielen Tieren, das fand ich auch sehr cool. Und ich glaube, das ist für mich mehr so die Ecke, gar nicht so dieses, wo ich dran denke, wenn ich Fantasy höre, erstmal als Wort. Ja. Das stimmt natürlich, es ist was anderes als so klassische Fantasy. Ja, genau, es ist nicht klassisch, aber ich würde es trotzdem in Richtung High Fantasy packen, aber ja. Ja, klar, von der Einordnung her ist es das, weil es gibt ja alle möglichen Sachen, ne? Also würde ich jetzt auch so sehen, aber es wäre jetzt eben nicht das Erste, was mir einfällt und eine Ecke, die mir persönlich besser gefällt. Ja. Ja, nee, also ich muss aber sagen, tatsächlich, Stefan, ist bei mir das eigentlich wirklich genau andersrum. Ich mag das halt total, dass diese Welt so riesig ist. Okay. Dass es da so diese, dass es so viel Lore gibt, so viel Welt, ein Worldbuilding und so weiter. Und da bin ich echt bin ich beeindruckt und das ist auch so ein bisschen so ein Grund, warum ich zum Beispiel auch dieses Spiel irgendwie spannend finde und das wahrscheinlich weiter beobachten werde, auch wenn es vielleicht. Wir wissen ja nicht, ob es fertig wird, aber genau, aber kann man ja mal so ein bisschen mit dem Blick behalten. Weil ich einfach spannend finde und irgendwie gerne selbst mal irgendwie in dieser Welt unterwegs wäre, aber ich bin halt immer nicht so Pen and Paper-affin, also zum selber spielen. Ich finde auch diese ganzen augenzwinkernden AL-Anspielungen hier, Simons komplette wie heißt es, Rumzähler? Rumzähler. Genau, das ist ja angelehnt an die
Jetzt sind wir mal, an wen ist denn das angelehnt? Ich bin nicht sicher. Ich weiß gerade auch nicht, was du meinst. Kennt ihr das gar nicht, dieses Rumspringer von, wer ist denn das? Ich recherchiere das, Moment, redet weiter. Ja, wir hatten noch uns eine Frage gestellt, so ein bisschen, als wir es dann geguckt haben, weil wir, also es war ja zum Schluss, kam ja so ein bisschen die Frage auf, ob Budi eigentlich nochmal mit einsteigen könnte, wenn er jetzt wollte. Mhm. Wo ja Hauke auch gesagt hat, ja klar, wenn er möchte, dann kann er jederzeit gerne einsteigen. Da hatten wir uns ein bisschen gefragt, was würdet ihr sagen, wenn Budi jetzt einsteigen würde? Was wäre Budi? Welche Rasse wäre Budi? Und ich habe tatsächlich, wenn ich erstmal vielleicht persönlich beantworten darf, ich habe mir gedacht... Strikt in-game an der Stelle, bevor das Zitat wieder aus dem Kontext genommen wird. Ja, ach so, ja, Entschuldigung, ja, sorry. Ja, da habe ich jetzt gar nicht dran gedacht, aber natürlich, da muss man ein bisschen vorsichtig sein mit solchen Formulierungen. Welche Spezies, welche In-Game-Spezies würde Budi angehören? Und ich glaube, zuerst fiel mir so Kinder der Quelle ein, dass das ein bisschen zu ihm passen würde. Aber ich glaube, dass er auch einen guten Hedonisten spielen könnte. Von daher, das würde sogar momentan ja sehr gut passen, wenn er jetzt einsteigen wollte. Wer waren nochmal die Hedonisten? Hilf mir mal. Das ist das, was Eddie auch ist. Ach so, okay. Na, ich weiß nicht. Ich glaube, ich würde ihn dann eher wirklich auch bei so einem irgendeinem Tierwesen sehen, so ein Jumanji. Ja, Jumanji, warum auch immer er sich dann der Gruppe anschließt, aber irgendwie könnte ich mir das eher vorstellen. Welche Charaktereigenschaft würdest du ihm denn so ganz grob zuschreiben? So, welches Adjektiv, Flo, das jetzt für deine Überlegung? Ich habe jetzt nicht so direkt so genau konkret habe ich das jetzt nicht mir überlegt, sondern bei mir war es eher so, ich habe so gedacht, was hat denn Budi bisher für Charaktere gespielt? Mhm. Und dann musste ich zum einen denken an so Leute wie, oh Gott, wie hieß denn der? Ich weiß leider die Namen nicht mehr, aber in Beards war das so ein lauter Typ, so ein Anführertyp, sag ich mal in Anführungszeichen. Wie hieß der denn? Oh Gott, Beards ist zu lang hier. Ja. Ist auch okay. Nee, ich dachte gerade irgendwie an mysteriös. Ich weiß nicht, vielleicht bin ich beim verskillten Magier. Beim verskillten Magier, ja, genau. Nee, und grundsätzlich ist er ja schon jemand, der immer gerne so, ja, der jetzt nicht so die Haut-drauf-Charaktere spielt, sondern eher so ein bisschen... Mysteriös. Ja, das ist auf jeden Fall. Mysteriös, also nachdenklicher vielleicht und so. Ich würde auch sagen, also ein Charakter, der jetzt noch dazu stößt, der wäre so ein bisschen so ein verschlagener Typ allgemein, würde noch zu der Gruppe passen. Ja. Weil die sind ja jetzt alle drei doch schon eher offene Charaktere. Mhm. Eddie halt wieder so in die Richtung Kämpfer oder ja, eigentlich ja. Anhänger der Königin, Königin/Prinzessin, Verschwörerin. Simon halt sowieso, der sein Herz so komplett auf der Zunge trägt und einfach alles macht, was ihm gerade in den Sinn kommt. Simon ist so ein alter Mann, der so am Beginn der Senilität ist, wo ihm alles egal ist. Das ja, spielt das stimmt, Simon, ja. Sowohl in diesem als auch bei Morton Manor. Wobei, bei Morton Manor ist aber schon tiefer drin in der Senilität. Enthemmte. Ja, bei Morton Manor ist er schon tiefer drin in der Senilität. Ja, würde ich auch sagen. Im Übrigen würde ich gerade noch mal kurz einwerfen wollen, ich glaube, der Charakter in Anführungszeichen, der mir am besten gefällt in der gesamten Welt, ist Baldrian. das Reittier von Eddie. Das macht Hauke auch sehr süß. Also da kriegt Hauke mich ja immer mit solchen kleinen Sachen. Wie lange hat Hauke eigentlich den Kopf schon rasiert, wenn wir gerade dabei sind? Boah, ich glaube, das war jetzt bei der letzten Folge auf jeden Fall noch nicht so. Mhm. Also was ja schon wieder ein Jahr her ist, also das heißt das nicht viel. Aber ja, ich glaube, die Haare sind wirklich schon nicht so lang ab. Mir ist es nur aufgefallen, weil es ja doch so ein bisschen schwer zu übersehen. Ja. Finn steht ihm, bin ich normalerweise nicht so der Typ für, aber steht ihm. Ja. Ja, ich finde vor allen Dingen bei dem Pen & Paper ist ja so lustig, weil die Abstände auch so lang sind. Wenn du die Folgen jetzt nacheinander guckst. Wie immer mehr Tattoos dazukommen. Wie einfach immer schwärzer wird, sag ich jetzt mal in Anführungszeichen. Also wie quasi immer mehr Farbe dazukommt. Genau, ich habe jetzt übrigens recherchiert. Ich war auch gedanklich gar nicht so falsch. Ich musste dann nur noch mal überlegen, weil ich es jetzt irgendwie in einen religiösen Kontext gepackt hatte. Das Rumspringer, das ist ein Ritual bei den Amish.
Ja. Also bei diesen, ich glaube, ursprünglich deutschen Enklaven in den USA, die so ganz ohne Elektrizität und mit Pferdewagen und in dieser Bekleidung auch Ja. unterwegs sind. Und da gibt es eben ein Ritual, dieses Rumspringer, wo die irgendwie für ein Jahr oder so die Jugendlichen mal rausgehen in die andere Welt, in die normale Welt und sich am Ende dann entscheiden, ob sie zurückkehren wollen. Und das ist ja das, was Simon da persifliert. Das stimmt Ihr ja. kanntet das gar nicht, oder wie? Nee. Also ich habe es noch nicht gehört davon. Also ich wusste nicht, dass es das gibt, so, aber es klingt jetzt irgendwie, es klingt plausibel, dass es das Ich gibt. bin Also ich eigentlich. wusste, dass es diese Amish-Leute gibt, aber ich wusste nicht, dass sie so einen Rumspringer haben. Ich habe eigentlich gedacht, er ist da wirklich nur so, ja, als mehr oder weniger Vampir-Charakter unterwegs. Ja gut, aber trotzdem kommt ja Ist er ja auch, aber die das ist Tradition. halt die Referenz, die er da hernimmt. Ja, also ich habe jetzt ohne diese, ohne diese Referenz, sondern einfach nur stumpf Vampir. Ja, das fand ich auf alle Fälle auch sehr liebevoll, wie er das so aufgreift. Ja, stimmt. Er hat auch, glaube ich, in der Folge ja wieder dann auch gesagt, dass er noch nicht weiß, ob er am Ende überhaupt wieder zurückkehrt oder nicht. Genau. Ja. Das ist ja so die Entscheidung. Wenn du dich quasi dann entscheidest, dass du bleibst, dann bleibst du halt auch für immer. Ja. So. Aber noch mal kurz zu Budi. Habe ich jetzt gerade die Woche im Forum gelesen. Budi hat wohl im Stream, also in seinem Stream, er streamt ja mittlerweile hin und wieder mit seinem Bruder zusammen, gesagt, dass er nicht dazu stoßen möchte. Ja, nee, das, also das war jetzt auch Nee, nur so eine, also das ist mir schon klar, dass er, also das ich habe ich meine mir schon bloß, gedacht, dass er keine Lust hat. weil meiner Meinung nach möglich wäre es immer dann noch jemanden dazu zu nehmen. Ja. Dafür, da passt eben diese offene Welt einfach dazu. Dann stoßen sie irgendwo auf irgendjemanden, der dann warum auch immer dabei bleibt. Also machbar wäre das, aber Budi wird da sehr sicher nicht dazu kommen. Nur um Ja, das nee, also nochmal, wie gesagt, ja, damit habe ich klar. auch schon fast gerechnet, dass er das nicht möchte. Aber er hat ja zumindest zugesagt, dass er Bock hätte, nochmal Mortal Manor zu machen, was ja auch Ja. schon mal cool ist. Ja, mal sehen. Also ich würde mich super freuen, wenn es so kommt, wie es am Ende ja sich auch erhofft wurde, dass wir dieses Jahr noch ein Mortal Manor und ein Ultra Core bekommen. Ja, das wäre auf jeden Fall cool. Allerdings, das wirkt fast zu gut, um wahr zu sein, sozusagen. Ja. Das. Ich will jetzt keine philosophische Frage aufwerfen, aber ist Budi noch Teil des Senders? Ja, Ja. in letzter Zeit war auch wieder öfter zu sehen. Also er, ja. Weil, also, ich bekomme ja nicht viel mit, aber es scheint sich ja nicht so wahnsinnig. Budi hat sich ja. Boah, da habe ich ja noch den Sender geguckt, als er sich schon zurückgezogen Ja, nee, hatte. aber wie gesagt, Das ist schon lang in her. letzter Zeit war er öfter mal auch gerade bei den Events und so, ist er mittlerweile fast schon wieder regelmäßig dabei. Ja, gut, Flo Harten ist auch bei Werwolf dabei gewesen. Ja, aber Budi ist schon noch öfter und in größeren Events. Also wenn wir schon mal Ja. kurz nochmal dabei waren, wer jetzt Budi sein könnte, wenn er dazu stoßen wollte, könntet ihr euch denn vorstellen, dass man vielleicht auch in anderen Pen-and-Paper-Abenteuern dann, wo Budi vielleicht auch keine Lust hat, weil er ja einfach generell sich da ein bisschen zurückziehen wollte draus, also sollte man vielleicht überlegen, ob man noch jemand anders mit dazu setzt, einen vierten Spieler? Finde ich Und wenn ja, wer schwierig. könnte das sein? Ja. Also die Auswahl finde ich schwierig, wer da gut passen könnte, weil die halt eine sehr etablierte Dynamik haben, die vier. Ja. Also, Also, was jetzt keine gute Idee wäre, wäre zum Beispiel Andreas Lynch. ja, das stimmt. Da wirst du, glaube ich, Ganz lang. wahnsinnig, wenn die nur noch Wortspiele machen, die zwei. Ja. Wer mir jetzt sofort einfallen würde, wäre Florentin. Der ist, Oh ja, das könnte ich mir der, auch also als vorstellen. Spieler, Ja. als Meister sowieso, aber auch als Spieler, er ist ja, so etabliert und auch so ein erfahrener Rollenspieler und er kann mit allen drei Beans gut. Der Also würde, das wäre auch, glaube ich, ziemlich nahtlos überall reinpassen. das würde auf jeden Fall die Dynamik, glaube Meinst ich, du? sehr stark Ja. ändern, aber ich glaube, das wäre auch witzig, ja. Ja. Ja, das schon. Also den Eindruck hatte ich auch, weil ich glaube, Florentin geht da, wäre jetzt mein Eindruck ein bisschen mit einer anderen Haltung ran. Ich weiß nicht, ob du den so locker flockig dann da sitzen hast wie die anderen drei. Ja, Weißt das du, wie kann ich natürlich meine? passieren, aber zumindest mittlerweile sind sie ja auch so weit, das hat mir ja vorhin auch, dass sie halt selbst auch so dieses Rollenspiel sehr annehmen und ja, da in ihren Rollen auch
viel bleiben. Und ich glaube, das kann, also ich glaube, so langsam, also es klingt jetzt ein bisschen doof, aber ich glaube, so langsam werden sie tatsächlich bereit, um auch mit einem Florentin zusammen ein Paper zu spielen. Aber ja, aber dann müsste, glaube ich, was Neues sein. Also ich glaube, du könntest jetzt nicht Florentin in eins der bestehenden rein. Nee, das glaube ich auch nicht. Das würde ich jetzt sowieso nicht machen, irgendjemand Neues in bestehendes mit reinschmeißen, einfach so. Aber wo wir jetzt gerade schon mal bei Florentin und Budi sind, war ja auch in der Stream-Aufzeichnung dieser Werbespot mit drin. Wie steht ihr zu diesen Bohnen-Werbespots? Ach so, auch dieses hier, was man mit Bohnen macht. Und so. Bohnen sind zum Abonnieren. Manche finde ich ganz, zum Bohnen. Manche finde ich ganz witzig, manche nicht. Mir tun die alle sehr stark weh. Und das bei der, in dem Florentin auch mitmacht, mir macht Florentin da ein bisschen Angst. Ich sage euch, wie es ist. Also nachts darf ich den nicht gucken. Florentin sieht einfach so, der guckt immer so schön in solchen Situationen. Also das ist der in der Küche, wo Johanna den Kaffee mäht, oder? Ja, genau. Also dann, ich meine, ich finde die alle irgendwie furchtbar. Ich finde, die haben irgendwie was. Also ich bin jetzt auch nicht begeistert von diesen Werbespots, aber ich finde irgendwie, die sind ein bisschen charmant, so wie sie gemacht sind. Was ich halt total affig finde, ist dieses und abonnieren ist zum Bohnen, aber das ist totaler Blödsinn. Also ist das ein Wortspiel auf irgendwas, was Sinn ergibt? Nö. Oder nein, ich glaube, das ist eine Dummheit. Hat da einer zu viel getrunken oder sonst was, als sie das... Es ist einfach nur den Spruch umgekehrt als Wortwitz. Ei. Ja, das aber besser als wir spielen. Ja, das stimmt. Ja. Naja. Ich habe mich gerade noch mal kurz informiert über dieses Ultra-Core Computerspiel. Also es wird ein Social Survival Sandbox Game. Was auch immer zu bedeuten hat. Das hätte ich dir auch sagen können sogar. Ja. Also es wird es ist einfach ein Survival-Spiel in dieser Welt. So, the game will combine three major pillars of Survival Sandbox. The world of Tormentosa, a social hub, Coreheim, the location of the Ultra Core, and Adventures, diverse action experiences. Also ja, okay. Action Survival. Kann mir jemand ein Beispiel für ein anderes Spiel nennen, was diese Überschrift tragen würde, damit ich mir vorstellen kann, was das sein soll? Ist es vielleicht sowas wie Rust? Ich glaube, sowas könnte man tatsächlich. Ich glaube, das könnte passen, aber ich bin mir jetzt selber nicht sicher. Okay, dann ist das aber auch nichts für mich. Und es soll 2023 in Early Access kommen. Richtig, und 2024 planen sie den Release. Genau. Aber es ist natürlich alles noch so sehr vage. Ja, ja, sie haben ja auch schreiben ja selber, dass sie nichts sagen können, wann es rauskommt, aber sie peilen an 2023 halt Early Access und 2024 den endgültigen Release. Ja. Jetzt noch mal ganz kurz zum Pen & Paper zurück. Ich wollte noch sagen, was wir ja schon, oder was Hauke ja selber schon bemerkt hat, sie sind echt schnell gewesen diesmal, sind sehr weit gekommen. Das hat er ja selber auch nicht gedacht. Was ich ein Stück weit auch schade finde, weil ich finde, sie hätten noch länger in der Stadt bleiben können, also hätte noch mehr passieren können. Ich hätte gerne Nils Familie gesehen, das wäre lustig gewesen. Ja, das hätte ich auch gerne gesehen. Deswegen fand ich auch so lustig, also am Anfang klären sie noch, dass er eine Familie hat. Und dann kommt er beim Spielen nicht auf die Idee, mal irgendwie an seine Familie zu denken. So. Ja. Er ist in derselben Stadt, ja. Immerhin hat er seinen Vater getroffen. Das stimmt, immerhin hat er seinen Vater gefunden, der aus irgendwelchen Gründen mit Dreyfus Kublasch saunieren geht, in einem privaten Raum. Aber ja. Ja. Aber auch dieser, also generell, kann man eigentlich schon wieder, ich glaube, man kann auch sagen, also das hat man auch heute auch schon ein paar Mal so ein bisschen mit erwähnt, ich finde halt, was Hauke wieder gemacht hat, also auch dieses, wie er manchmal diese Dinge beschreibt, finde ich immer sehr schön. Auch das mit dem Elefanten zum Beispiel, der da in diesem Whirlpool oder was das war, oder in diesem, ich weiß nicht, wo der saß, aber auf jeden Fall hat er ihm ja gesagt, hat er ihn ja so ein bisschen, das ist fast wie so ein Stöpsel ist. Ja. Weil er einfach in diesem kleinen Becken sitzt. Doch, ich habe das auch so als Whirlpool verstanden. Also das fand ich wieder sehr, sehr schön. Ja. Es klang so wie so ein antikes Bad oder ja. Halt in ganz vielen unterschiedlichen Größen, um dieser Artenvielfalt gerecht zu werden, ne? Ja. Ja. Das glaube ich, genau, also das so in der Richtung stelle ich es mir auch vor. Und es sollte ja was sein, was irgendwie von den Dampfzwergen irgendwie gebaut wurde oder betrieben oder wie auch immer.
Ja, da gab es ja auch noch diese kleinen Helfer, die dann ihnen die Waffen am Anfang abgenommen haben. Genau, da weiß ich gerade auch nicht mehr, wie die heißen, aber ja. Und wir hatten ja vorhin schon das, wo Simon seine ganzen Fledermäuse abgegeben hat. Beim Abholen war es ja auch nochmal witzig, weil ja dann Hauke erzählt hat, dass dieses Helfervieh halt, obwohl da nur seine Fledermäuse sind, trotzdem immer jede einzelne Zahl vergleicht und dann immer die eine Fledermaus rausgibt. Ja. Da ist mir übrigens beim Was wäre, wenn noch was aufgefallen, was dann Hauke erwähnt hat, und zwar, dass diese Fledermäuse alles mechanische Fledermäuse sind. Achso, ja. Das war mir vorher überhaupt nicht klar. Ich habe gedacht, das wäre eine echte. Auch nicht. Ja, mir auch nicht. Also man hätte sich so ein bisschen denken können, aber mir genau, war mir auch nicht klar. Und vor allen Dingen ist ja dann interessant, dass er die immer als Futter an die Dinosaurier gibt. Das ist die ganze Zeit Roboter. Ja, also war Simon auch nicht klar. Na, anscheinend ja aber schon, weil zumindest meinte Hauke ja, es ist ihm auch klar. Mhm. Sie haben sogar vorher noch drüber gesprochen vor dem Das und, heißt nicht, dass es Simon klar ist. Und dann, und dann kam die Pfeife im Bad. Ja, stimmt. Naja. Auf jeden Fall sehr schöne Ideen. Und ich würde mich auch wirklich freuen, wenn es dieses Jahr weitergeht. Obwohl ich ja auch, wie schon gesagt, mehr Bock auf Molten Männer hätte, aber jetzt nach diesem Pen Paper will ich auf jeden Fall wissen, wie die Story weitergeht. Aber jetzt mal ganz naiv gefragt, ich verfolge das ja alles nicht mehr so, aber es gibt ein Event im Monat, richtig? Ja. Ja, wobei... Okay, das heißt, wir haben jetzt... Die Pen and Paper Monat zählen nicht als Event. Ich würde sagen, die sind keine Events. Ja. Ja. Was? Sonst würde das auch Samstag kommen und nicht Freitag. Ja. Das ist ja alles mega weird. Ja, finde ich aber find ich gut Pen so. Pen and Paper sind doch eigentlich das Haupt... Ja. Das größte aller Events. Naja, nee, die Events, die jetzt dieses Jahr zum Beispiel, von denen wir wissen, dass sie noch kommen, sind ja halt Gamevasion, House on House. Ich weiß nicht, was kommt. Dieser Kongstar Gaming Day im Stadion. Ja, gut, das ist Bullshit. Ja, aber ja. Also, Flo, mit unserer Kongstar Sponsorship wird das jetzt aber nichts mehr. Das weißt du schon. Nichts mehr, nee. Das stimmt. Ja. Ja, das, also so Geschichten. Leid. Und vorher waren es Fußball, Golf, die LAN-Party. Das sind so die Events. Oder also das, was als Event zählt. Und das war auch geil. Die Werbung dazu fand ich gut. Für mich, ey. Berti, das ist die olle LAN-Party-Idee von 2002. Ja, wir machen es größer. Ja, genau. Genau. Ja, gut. Mega. Wir brauchen noch ein Mega-Event. Was waren das? Mai. April, keine Ahnung. Das gab's zweimal. Mega. Das haben zweimal bei den Events als Teaser gemacht. Ja, ja, so das zweite war ähnlich, mit aber Dieter das Bohlen war Parodie. Mega. Nee, einfach Mischa Reinke. Einfach Reinke. Ja. Reinke als Reinke. Wir brauchen, so wie Berti, wir brauchen noch ein Mega-Event im Mai, sag ich jetzt einfach mal. Mhm. Und dann kurze Pause, und du siehst halt Berti, wie er nachdenkt, und dann siehst du wieder Micha. Mega! Das ist einfach so dieses typische Reinke-Ding halt. Das war auf jeden Fall schön. Das war gute Werbung. So muss Werbung sein. Okay. Vielleicht denken sie ja nochmal drüber nach. Ja, genau. Ich will einfach mehr Reinke. Immer. Ja. Da gab es neulich auch, also es hat jetzt mit Pen & Paper gar nichts mehr zu tun, aber es gab da neulich dieses Autobahn-Polizei-Simulator mit den Micha Bros. Oh, das wollte ich schon. Das muss ich mir anschauen. Wollte ich auch noch nachholen. Ja. Ich wusste, dass es kam, aber ich habe es irgendwie nicht gesehen. Das war sehr schön hier von mir. Hier so am Anfang direkt, ja, klebt immer hier auch noch so ein Bart an, sonst nimmt dich hier keiner ernst. Ja, siehst du, da ist auch noch was in der Mache, habe ich gehört, bei Grobmann. Ja, habe ich da auch gehört. Da steht noch so ein Hörspiel, steht da, glaube ich, noch an der Warteschleife. Ich glaube, wir sollten jetzt hier Schluss machen. Ja. Bevor jetzt die ganz alten Pläne rausgeholt werden. Ach, das ist doch nur eine 6 Jahre alte Referenz. Ich weiß gar nicht, was du willst, Stefan. Top aktuell. Naja, gut. Aber ich glaube, wir sind jetzt wirklich schon inhaltlich und auch sonst ziemlich durch. Moralisch. Ja, wir sind ziemlich durch, ja, das stimmt. Hat jemand von euch noch irgendwas, was er loswerden möchte? Gerade du, Biene, du bist ja so selten hier. Emotional? Irgendwas. Ist das Erpressung jetzt, oder? Nee, war nur eine Frage. So. Irgendwas, was inwiefern Erpressung? Was dir seit Monaten auf der Zunge liegt. Ich dachte, das ist also so ein über Druck diese komischen Abonnier-Werbespots haben wir ja schon gesprochen, dass tatsächlich jedes Mal, wenn ich die sehe, weiß ich nicht, das fühlt sich jedes Mal, danach müsste ich eigentlich duschen. Nein, so schlimm finde ich die nicht. Doch,
Ich schon, aber ist vielleicht ein persönliches Ding. Also, nein. Ich habe neulich auch tatsächlich, was ich gesehen habe, war das Pen and Paper von Funk. Dieses Pegasus. Mhm. Das war auch ganz nett. Habt ihr das besprochen? Ja, zumindest haben wir. Ich weiß es nicht. Doch, da haben wir drüber gesprochen. Ja, ich bin ja nicht dabei, Mensch. Selten. Also ich habe es jetzt ganz spät nachgeholt, aber da ging es ja ne, um diese Cum-Ex-Cum-Cum-Sachen. Ich meine, das hat man schon in der ersten Szene und beim Setting gemerkt, dass es darum letzten Endes gehen wird. Ich aber nicht. Okay. Nun. Ich habe das direkt vermutet. Das war dieses Banken-Pen-and-Paper. Ja, genau. Ja. Okay. Ja. Naja, warum soll es sonst in der Bank spielen? Das geht doch immer um Moral. Mit Shoyoka. Ja. War das die mit der Nase? Mhm. Die mit der Nase? Ja, sie hatte kurz vorher eine Nasen-OP. Achso, ich verstehe. Genau, also, okay. Pflaster, ja. Das ist halt immer eine geile Aussage, das ist die mit der Nase. Ist das auch die mit den Haaren? Stefan hat direkt gewusst, was ich meine. Ja, ja, ich also, weiß, es ist trotzdem lustig. Mein Kommunikationspartner hat mich verstanden. genau, die hatte kurz vorher eine Nasen-OP. Du redest also nicht mit unseren Zuhörern. Die antworten ja nie, was soll ich denn machen? Ja, aber die meisten haben es bestimmt auch verstanden. Na, habe ich ja gut, okay. Ja, das war tatsächlich, weil die das ja auch irgendwie in die Storyline integriert hatten, irgendwas mit Segway. Und da haben wir dann erstmal gegoogelt, ob das jetzt eine ganz wilde Geschichte ist und Miri ihr dann noch Pflaster aufgeklebt hat oder ob das irgendeinen Hintergrund hat. Ja. Okay. Das war auch ganz nett. Ja. Also ist jetzt Pen and Paper mäßig irgendwas angekündigt? Konkret angekündigt, soweit ich weiß, aktuell nichts mehr sonst. Genau. Ich sehe schon, ich muss, glaube ich, ein Tears Rewatch mal anfangen. Ja, back to the roots. Ja, ich glaube, ich habe auch in der Ferne schon 2 Meter großes Tischfeuerwerk gehört. Ich glaube, das ist unser Schlusszeichen. Ja. Na dann. Würde ich sagen, verabschieden wir uns an dieser Stelle und wir hören uns in 2 Wochen dann wieder mit einer ganz regulären Ausgabe mit News und allem, was in der Zwischenzeit sonst noch auf dem Sender lief. Schön genau. War es mit euch, Jungs. Hat mich auch gefreut, dass ihr dabei wart in dieser Oldschool-Besetzung mal wieder. Ja, war schön. Wenn wir jetzt noch Max reinkriegen. Pass auf, wenn du 3-mal seinen Namen sagst, vielleicht kommt und such dich heim. Ja. Nee, Na gut. Stefan, drück aufs Outro. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.